und herzlich willkommen zur 106. Folge von Forza Horizon 4. Heute mal ein Auto aus der Klasse Modern Rally, nämlich der 2015er Subaru Impreza WRX STI oder STI, wie auch immer. Natürlich klassisch in Blau mit den goldenen Felgen. Sind die Gold? Ich glaube schon. Ist das ein anderer Ton? Ich glaube, es ist Gold. Dieses Prachtexemplar. Eine wirkliche. Doch, ist schon ein ziemlich berühmtes Teil. Natürlich auch, klar, das Battle Evo gegen Impreza. Was ich bisher in Forza noch nicht gemacht habe. Aber ich muss sagen, generell finde ich Subaru vom Motor geiler und auch generell vom Optischen. So, der 2015er Subaru, der ist schon ziemlich schick, muss ich sagen. Natürlich wird er auch aktuell noch gebaut. Ich meine, der Evo, der wird ja nach der 10. Generation eingestellt, der Lancer Evolution. Den Subaru gibt es ja immer noch als WRX STI. Endlich immer noch die gleichen Motoren wie früher, aber das muss doch nicht schlimmer sein. Ein schöner 2,5 Liter großer Vierzylinder Boxermotor, Turbo aufgeladen. Geht sogar einiges rein, also wir fangen mal an. 6,2 Liter V8, das ist ein Ami V8, glaube ich, ne? Dann 2 Liter Flat 4, also Boxer Vierzylinder, Turbo Rally Motor, glaube ich, aus dem. Wer ist denn dieser Wagen? Es gibt auch hier eine Impreza halt als Rennwagen im Spiel, als Rallye-Auto. Weiß nicht, wie der heißt, aber ich denke, ihr wisst, welches Auto ich meine. Das müsste der Motor sein. Und ein 4 Liter Boxermotor aus dem GT3 RS. Ich glaube, das ist der aus der Generation 991.1. Also mit glatten 500 PS. Wäre vielleicht auch irgendwie cool, aber wir bleiben beim Serienmotor. Das ist ganz gut. Wir könnten auf Heckantrieb umbauen, aber das wäre eigentlich gerade im Winter ziemlich dämlich. Das mal so zu formulieren. So. Okay, sieht nicht besonders gut aus. Spoiler, ich meine, die Ticke sieht hammergeil aus, wie ich finde. Deswegen, das sieht furchtbar aus und ohne Spoiler, ne. Also ich finde den Wagen ohne Spoiler bestimmt 50% hässlicher. Also so eine Ticke, also das muss einfach. Genau wie ein Evo. Ich finde auch ein Evolution, also Nice Evolution ohne Spoiler, abgrundtief hässlich einfach nur. Mache ich die Dinger unten ran? Ich weiß nicht. Ob ihr die überhaupt braucht. Die stehen mir auch zu weit, ne? Das schließt halt eben nicht mit dem Rathaus ab. Das sieht mich so ein bisschen kacke aus, wie ich finde. Motorhaube geht da auch was. Natürlich noch mit Zusatzscheinwerfern, mit. Wer ist denn das? Eine Dachhutze oder. Lufteinlass oder beides? Nö. Der bleibt so. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Ist richtig deutsch. So. Reifentechnisch. Er hat Straßenreifen verbaut. Es ist ja eigentlich ganz gut. Ich könnte Winterreifen raufmachen. Ich frage, vertraue ich auf Subaru, dass sie auch gute, dass das gute Reifen sind? Oder sage ich, komm, ich mache Winterreifen drauf. Wenn ich mit dem Wagen möchte, ich Rallye fahren. Das ist, glaube ich, auch jetzt nicht so abwegig ist bei dem Auto. Kriegt der Winterreifen? Ach komm, ich mache sie erstmal rauf. Kann sie ja nachher nachträglich wieder runter machen. Deine Reifenbreite. Gerne etwas mehr. 2,5. Ich gerne 2,65er. 2,75er. Ich weiß nicht, ob das schon wieder ein bisschen. Ach komm. Wir wollen noch nicht geizen. Und vorne 2,55er. So, Felgengröße. Felgen selbst, die lasse ich. Die gefallen mir eigentlich so auch ganz gut. Felgen gehen größer. Mach ich. Ich glaube, ich mache wenigstens 19 Zöller. Natürlich Getriebe. Warum auch immer, dass ich meinen Starten von 8,8 auf 6,8 geht. Warum auch immer. Natürlich ein Diff hätte ich gerne. Das kann ich hier einstellen, die Verteilung im Wagen. Das ist, glaube ich, serienmäßig bei. Ist das 50-50 oder 60-40? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich. Eins von beiden muss es eigentlich sein. Oder das ist in den meisten Fällen. Außer jetzt bei irgendwelchen krassen Sportwagen ist die Verteilung meistens 50-50 oder 60-40. So, ein bisschen weniger Gewicht wäre eigentlich nicht verkehrt. Ist die Frage, wie wenig wir machen. Erstmal kriegt er auch ein Fahrwerk. Also, die Tiefe sieht das schon geil aus, obwohl der eigentlich immer noch ziemlich hoch liegt.
Verhältnismäßig. Mach mal ein Offroad-Fahrwerk rein. Bremsen. Nö. Sieht auch ein bisschen panne aus mit den goldenen Felgen und rote Bremse. Ich weiß ja nicht. Macht mich jetzt nicht unbedingt an. So, Turbo. Okay, okay. Mehr Boost. Ich weiß, wie ich das jetzt mache. Ich weiß, der Wagen wird jetzt natürlich schwerer. Was man auch unschwer jetzt gesehen hat. Aber dafür mache ich jetzt die Sport. Das passt doch. Fast knapp 1450 Kilo. Für rund 280 kW. Das sind sich 380 PS. Oder ein bisschen weniger. Ich rechne mal kurz aus. Also 279 mal 1,36. Ja, so 378 PS ungefähr. 379. Oder ich würde sagen, genug. Also Leistungsmangel ist an diesem Auto nicht. Obwohl Felgengröße, ich weiß gerade nicht mehr so, ob ich 19 Zöller doch so geil finde. Also bei den Felgen sehen sogar 19 Zöller ziemlich groß aus. Ist die Frage 18 oder 19? Also 20 ist es zu groß, da bin ich mir einig. Mit 20 Zöller kannst du auf einen Sportwagen raufknallen. Aber nicht auf sowas. Natürlich ist es irgendwie widersprüchlich, große Felgen, aber Winterreifen, das weiß ich. Oder ich mache vielleicht auch einfach kleine Felgen, aber dafür keine Winterreifen. Ups, das war ein zu viel. Ich kann erstmal gucken, was der Wagen so kann, ohne Winterreifen. Ob sich gut fährt oder nicht. Aber mit der Leistung, ich weiß ja nicht. Mit immer hat er natürlich Allradantrieb. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Den man nicht außer Acht lassen sollte. So, Verteilung. Okay. 59, 41. Das ist eigentlich, kann man so lassen, die Verteilung, ne? Die ist nicht verkehrt. Ob das so weich muss, weiß ich gerade gar nicht. Okay, 12,80 schafft er. Eine gute 4 Sekunden auf 100 oder 4,2. Wenn wegen den 3 km oder 2 Meilen, da scheiße ich mir jetzt nicht ein. Da oben steht nur bis 60 Meilen und nur bis 100 Meilen. Jetzt ehrlich, wegen den paar km/h. Das macht vielleicht, glaube ich, 0,1 oder 0,2 Sekunden mehr bei dem Auto. Das sind jetzt keine weltbewegenden Unterschiede. Ja, sonst würde ich sagen halt 0,100 und 0,160. Natürlich wäre jetzt, ich sag mal, für Deutschland 0,100 oder 0,200 besser oder auch bei einigen Autos gerne 0,300 oder 0,400. Das sind dann Werte, mit denen man eher etwas anfangen kann. Aber na gut, dann ist es so. Komischerweise 4,8 Sekunden. Oder in dem Fall ja, rund 5 Sekunden auf 100. Wir waren nach vorne bei 4,0 Sekunden. Ah, jetzt wieder. Das verstehe ich nicht, wie er das berechnet. Weil der dritten Gang brauche ich ja gar nicht für 0 auf 100. Deswegen ist da ein wenig fragwürdig für mich. Wenn sich da die Zeit wieder um 0,8 Sekunden ändert. Oder geändert hat. So, Subi. Im Blau bleibt der. Felgen bleiben so. Ich finde find die Farbkombination echt cool. So ein schönes Blau mit den goldenen Felgen. Ist irgendwie auch so eine Art Wiedererkennungswert. Bei den Presa-Modellen. Bei den WXs speziell. Ich finde so ein Ding einfach ziemlich geil. So, genug gelabert, genug nichts getan. Natürlich möchte ich auch ein paar Rennen fahren. Hat sich irgendwie so ein bisschen gereimt, ne? Ich glaube, hier war die eine Strecke, die ich fahren wollte. Bei nächster Gelegenheit wenden. Erstmal umdrehen. In 100
Metern links abbiegen. Okay, man hört den Turbo. So ganz leicht. Was sagt ein Ladedruck? In 400 Metern rechts abbiegen. Oh. Das ist gar nicht mal so wenig. 1,5 Bar. Okay. Was ich jetzt schon merke, ich würde gerne nochmal zurückfahren. Hier Winterreifen besorgen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und das Ding ist scheiße weich. Deswegen Fehler muss ich auf jeden Fall das Herd alles ein bisschen. Es soll natürlich kein brennhartes Auto werden. Aber auch nicht wie ein LKW rumwanken. Weil das Ding aber jetzt auch nicht so groß und so schwer ist. Hält sich alles noch im Rahmen. So, ja, im Winter sind Winterreifen tatsächlich gar nicht so dämlich. Wer hätte es gedacht? So, 770 Punkte. Ja, es passt. Leistung fand ich jetzt eigentlich in Ordnung auf den ersten Metern. Aber Fahrweg, da muss ein bisschen was härteres. Also, das ist mir doch ein bisschen zu weich. So, kann ich Dämpfer einstellen? Mal, einfach mal alles ein bisschen härter. So, auf Fahrwerkshöhe kann ich vielleicht sogar ein bisschen runter machen. Ich fahre alles ein bisschen härter. Vorne ist mehr Gewicht. Ach Kai. Mach den mal so. Dass er nicht ganz so hoch liegt. Braucht er für Ready eigentlich auch. Da braucht man nicht so extrem viel Bodenfreiheit. Das wäre auch je nachdem, wo man fährt, wenn dann viele Sprünge sind. Das kann sein. Und generell eigentlich nicht so krass. In 100 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Jetzt ist schon besser. Deutlich besser. Rechts abbiegen. 200 Metern links abbiegen. Ja. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja. Wenn er trifft. So, rechnen. Da ist ja quasi um die Ecke die Strecke. Eine von mir selbst erstellte. Die ich eigentlich auch schon mit dem Lancia Fulvia fahren wollte. Aber da war die Folge leider schon vorbei. Weil die Folge war zu weit fortgeschritten und mir ist zu lang geworden. Deswegen dachte ich mir, komm, der Subaru, der sollte auch dafür taugen. Ich mag die Strecken eigentlich. Also die beiden, die ich heute fahren möchte. Einmal die und einmal noch eine andere. So. Machen wir mal, komm, Evo gegen Impreza. Ist doch klassisch, ja, diese Strecke. Ist ja ein bisschen langweilig. Wir haben denn meine Strecke. Das gefällt mir doch schon besser. So, das fahre ich natürlich aus der aktuellen Mittag heiter. Jopp. Das passt. Evo gegen Impreza. 10,1 Kilometer ist die Strecke lang. Wie lange mit der A-Klasse dauert, weiß ich gar nicht. Also ich bin das... Bisher habe ich es auf B- oder C-Klasse gefahren. Ich glaube, auf C-Klasse dauert das so knapp über 5 Minuten. So 5 Minuten 5 oder so, 5 Minuten 10. Wenn ich das so in Erinnerung habe. Jetzt mit dem Wagen, denke ich mal, auf jeden Fall unter 5 Minuten. Je nachdem, wie gut ich fahren kann. Oder auch nicht fahren kann. Von mir. Mit 2004er oder 5er Modell. 2005er. Wegen dem Art Spoiler hinten da. Am Dach.
Aber leider nicht so weit aus, wie ich finde. Für die neueren Impressionen dann da schon schöner. Ach, mein Gott. Okay, dann war vorbei. Als ich rausgerutscht bin, ist dann auch so ein bisschen hier am Hang bergab ging. Weil da die Kurve wirklich seit außen fahren, nicht ins Wasser fahren zu müssen. Wenn ich natürlich weniger Geschwindigkeit verliere. Ich habe bisher bei Winterfeld ist noch gar nicht gefahren. Ich glaube, ich entweder im Frühling oder im Sommer erstellt die Strecke. Ich glaube sogar im Frühling. Wobei es da auch schon viel Spaß macht. Aber gut, dass ich Winterreifen habe. Die brauche ich glaube ich auch. Aber eine geile Strecke, wie ich finde. Die Straßen hier, die Wege. Ups, das war der Rennwagen, den ich nenne von Subaru. Mit dem 2 Liter. Ein Vierzylinder, nee, Boxer 4 Turbomotor. Alter! Gas geben, Leute! So. Jetzt wird er geschnappt. Da fehlt noch ein Kollege da vorne. Wir haben alle eigentlich ein ziemlich ähnliches Antriebskonzept. Alles hier sind Impreso. Impreso, genau. Impresa gegen Evo. Das ist natürlich viertürige Limousine mit Allradantrieb. Okay, ciao. Mit Turbo-Vierzylinder-Motor. Mitsubishi eben ein rein Vierzylinder-Motor. In Subaru sind es Boxer-Motoren. Mitsubishi 2 Liter Hubraum. In Subaru bei den Modellen 2,5 Liter. Die Autos sind schon auch ähnliche Leistung von den Autos. Mit der glaube ich in der Serie 300 PS. Was eigentlich ausreichend ist. Ja, da kann man Glück und Spaß haben. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so günstig ist. Ich meine, so eine Zahnkopf zu haben, der kostet so 44.000. Finde ich jetzt gar nicht mal so wenig, ne? Also generell den Preis. Jetzt nicht, weil das Auto so lange rein ist, ist 40.000 ist ein Haufen Geld. Jetzt weiß ich, was man für das Geld, ich sag mal, an anderen Autos bekommt, mit dieser Leistung. Oder mit ähnlicher Leistung. Am besten an sich ähnliche Autos mit vier Türen und Limousinen. Dann wird sich 300 PS. Von da so kriegt man das Geld. Das weiß ich halt nicht. Ich mich bei den Fahrzeugen wenig auskennen. Weil die mir eigentlich im echten Leben ziemlich hart egal sind. Weil es halt auch Autos sind, die man generell natürlich nicht braucht. Und man braucht eine viertürige Limousine mit 10 für Leistung. Eine Limousine kann man vielleicht brauchen oder haben möchten, da sehe ich nichts gegen. Aber 300 PS sind absolut unmöglich. Das ist ganz klar. Also bei den SUVs. Natürlich haben wir die Uro 650 PS. Absolut unnötig das Teil. Aber trotzdem geil. Also irgendwie geil. Bei den Aventador braucht man genauso wenig. Ist aber auch ziemlich fett. Er ist sogar noch fetter als der Urus. So. Ihr könnt ja mal gerne diese Strecke auch fahren. Und auch mal, wenn wir das auch gerne testen, könnt ihr das. Auch mal fahren, was ihr wollt. Ich kann ja vielleicht nochmal diese Strecke online stellen. Halt mit Anything Goes und sowas. Dass man die auch mit allen Autos fahren kann, auch wenn man möchte mit, ja, mit einem Sportwagen, wenn man will mit einem GT3 RS, das Sinn macht, dann ist eigentlich schon scheißegal. Jetzt mal alles umfahren hier. Ja, nur 5 Minuten, sage ich doch, ganz gut eingeschätzt. Na, no, war geil. Ja. Die Klasse heißt, gegen Evo. Ja. Zählen wir mal, wie viele Evos hier mitfahren. Ja. Gar keiner. Heißt Subaru gegen Subaru. Kann man auch machen. Ist eigentlich schon wieder ziemlich geil, ne? Kein einziger Evo ist mitgefahren. Ja, wir haben die Evos einfach nass gemacht, ja. Wir haben sie richtig geil besiegt. Weil die halt nichts können.
Okay, Instagram, wieder irgendwas, was mich nicht interessiert, was ich da wegdrücken kann. Hier gefällt alle Nachrichten bei Instagram. So, meine zweite Strecke, ich meine, die war, also hier. So, in der Nähe tatsächlich. Aber ich glaube, ich nehme mal eine Abkürzung. Der Strecke außenrum ist mir doch ein wenig zu lang. Die 2,6 Kilometer. Mal gucken, ob es noch kürzer geht. Vielleicht nicht unfallfreier. Aber kürzer denke ich mal schon. Bei nächster Ja. Gelegenheit wenden. Okay, sehr gute Route, Fabian. Das hat jetzt natürlich niemand gesehen. Ich glaube, wir nehmen mal die Schnellvariante. Kostet mich ja neue Credits, wie alle Schilder. Also ist mir das auch ziemlich Wurst. So, genau. Ist nur Afo, das war ganz cool. Ich meine, das ist auch eigentlich eine Querfeldeinveranstaltung, aber ich dachte mir so, nö. Will ich gar nicht. Nochmal Evo gegen Impreza. Mal gucken, wie viele Evos dieses Mal mitfahren. Hier ist eigentlich eine Querfeldeinrennstrecke. Das ist was zum Testen. Und zwar für Thumbnails, für Teamabenteuer. Und ja. Das Route Nummer 2. Winter, Sonnen. Sonnenaufgang. Starker Schneefall, das gefällt mir doch. Kann die Strecke gerne nochmal online stellen. Wenn anything goes. Falls es sie nicht schon ist. Oder falls ich es nicht schon gemacht habe. Nicht mal genau gucken. Let's go! Der Anfang hier, ich denke, der ist ein wenig verwirrend. War nicht so geil. Dann wird es nachher deutlich geiler. Umfahren, genau. Macht das einen herzkriegen. Oh ja, die rutschen. Das Spiel leckt gerade ein bisschen, oder? Ich habe das Gefühl, dass es hier leichte Performance-Probleme gibt. Umfahren. Das ist die beste Idee. So, hier die ihre Probleme. Ich habe auch was vorbei. So, jetzt. Das ist schön. Nach 26% in 1,5 Minuten. Oh Mensch. Oh ja, man merkt, hier ist Eis und da hält noch die Winterreifen nicht so viel. Da rutscht du einfach. Der Turbolader. Das finde ich halt wirklich sehr geil. Sollte wenigstens, wenn ich vom Gas gehe.
gefällt dir, dann wird er auch wirklich ganz gut, die Strecke. Dann macht man natürlich die Laune klar und dann noch die Aussicht von hier. Ist natürlich. Oh, verbremst. Was ich dir sehr gut finde. Das Spiel sieht halt im Winter wirklich extrem geil aus. Muss ich einfach so sagen. Was natürlich, wenn es nicht die ganze Jahreszeit im Spiel ist, was das Fahrerische angeht. Das ist halt optisch, finde ich, wirklich die schönste. Mit Abstand. Ja, die Jahreszeiten sind wirklich schön. Und auch Winter sieht einfach, ist für mich optisch am eindrucksvollsten. Macht halt auch mit relativ langsamen Autos viel Bock. Durch im Winter mit A-Klasse-Autos mehr Spaß als mit A-Klasse-Autos im Sommer. So. Ich weiß nicht, wo der KI ist. Wahrscheinlich nicht in meiner Nähe. Hat schon guten Vorsprung. Erst ist schwierig, auf Selbstanstrecken die KI einzustellen. Und die Schwierigkeit. Da kann das sehr stark schwanken, dass die KI gut bekommt auf den Strecken, sie gut halten kann und dass sie halt nicht bekommt, dass man höher stellen muss. Denn bei einigen Strecken kommt die KI, bei den selbst erstellten Strecken kommt die wirklich gut mit und macht einen guten Job, die hat in Ordnung. Bei einigen hat sie halt große Probleme. Ich glaube, hier überwiegen eher die Probleme. Geile Strecke, sage ich euch. Genau wie die andere. Also ich finde eigentlich beide. Ich würde sagen, beide sind gleich gut. Wenn ich keine Performance will, einfach beide fahren. Macht doppelt so viel Spaß. Aber lieber Fabian, hast du nicht heute irgendwas vergessen? Vergessen nicht, aber ein wenig mir aufgehoben. Denn natürlich sind immer jetzt Wagen gefahren. Aber ein Rennen können wir Wagen doch noch fahren. Nicht im Winter, aber im Sommer. Wenn ich mit dem Wagen noch ein Rennen fahren, dann muss ich doch eigentlich zwei Jahreszeiten warten, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich kann ja auch Rennen hier, ich kann die Jahreszeit ja manuell umstellen. Und welche Strecke meine ich natürlich, welche ich jetzt fahren möchte? Logisch, meine Teststrecke. Ja, auch diese Wagen wird auf dieser Strecke losgelassen. Natürlich wird es keine neue Rekordzeit. Aber mal gucken, wie er sich im Vergleich zu den anderen Autos in der B-Klasse schlägt. Also, genau. Oder mache ich erstmal die Wheelspins. Denn ich habe... Achso, gibt es hier schon erst morgen. Ach, stimmt. Da war ja was. Da doch keine Real Spins. Also, sehen wir uns gleich wieder auf der Teststrecke.
Meine Güte, was eine Zeit, ey. Eine 3 Minuten 6,520 ist der Impreza WRX STI gefahren. Echt eine klasse Zeit, was in circa eine halbe Sekunde langsamer ist als der BMW Z3 M Coupé, aber über 4 Sekunden schneller als der Jaguar XES. Das ist doch mal eine Zeit, oder? Würde ich auch sagen. Finde ich geil, fährt sich geil. Alles geil. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!